Ein stürmisches Grüß Gott aus Brüssel. Ja, heute Nacht hat es geregnet, aber jetzt scheint die Sonne, aber es ist total stürmisch und wir müssen uns jetzt auch beeilen, damit wir vor dem Regen wieder zurück sind. Seit wir nach Belgien gefahren sind, sagt die Ossi, ich will unbedingt zum Mannequin Biss. Ja, genau. Und ich frage mich, warum will eine Frau unbedingt zum Mannequin Biss? Was soll der anders sein? Jetzt schau ich mir mal an, wie der Kerle ausschaut, dass die Ossi da unbedingt hin will. Gucken wir mal. Mal schauen, was der Besonderes hat. Also, wir fahren jetzt in die Stadt. Mhm. Allerdings ohne 360-Grad-Kamera, die ist uns hier leider verlustig gegangen. Und deswegen weniger Radszenen, aber dafür mehr Eindrücke von Brüssel. Ja, ich denke, das ist auch wichtiger. Meinst du? Ja, ich denke ja, schon. Gell? Wie auch immer, es ist so, es ist wie es ist. Also, Sattel die Räder, es geht los. Ja, und wo stehen wir denn hier jetzt? Ja, wir stehen in Anderlecht an einem Parkplatz, der kostet 10 Euro, mit Code zugänglich. Also, und keine Versorgung, also man muss frisch versorgt daherkommen und dann kann man ja 1, 2, 3 Tage da stehen und kostet 10 Euro die Nacht, aber ist eigentlich, dafür ist das Auto da meines Erachtens ziemlich sicher untergebracht. Steht auf jeden Fall mal dran, dass Video überwacht ist. Also wo Video ist, ist alles gut. Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, wir fahren jetzt los, bevor nämlich der Regen kommt. Los geht's. So, an der Menge der Leute haben wir schon erkannt, wir stehen vor Mannequin Biss. Ja, und er ist diesmal sogar wieder angezogen, was immer mal wieder der Fall sein soll. Ja. Aber so wie man das immer gedacht hat, ist das gar nicht, der hält gar nicht sein Dings da in der Hand. Ja? Natürlich. Seitlich bingelt er raus. Natürlich hält das in der Hand, guck mal genau. Na, dann aber weit oben. Also schaut es euch selber an und macht euch selber euer Bild. Also auf jeden Fall anatomisch für mich nicht nachvollziehbar. Naja. Ist auch schon eine sehr alte Figur und hier hat es Massen von Menschen. Man konnte ihn nicht übersehen, obwohl er jetzt angezogen ist und nicht im Original da steht. Aber die Leute fotografieren und filmen wie die Verrückten. Ja, und jetzt, deshalb machen wir jetzt Platz, oder? Ja, genau. Wir geben den Platz wieder frei, den wir erobert haben. Zum Fahrrad muss ich sagen, teilweise geht es sehr gut. Ja, bis auf die Riesenbaustelle. Ja, und teilweise ist es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil da fährt man dann mitten auf der Hauptstraße und in einer Großstadt ist es nicht, ja, manchmal nicht so einfach. Nee. Aber es ging gut. Also, Google Maps hat uns auch gut geleitet, oder was ich? Ja. Wir haben es auf Anhieb auf jeden Fall gefunden. Ich wäre natürlich prompt vorbeigefahren, aber diese Menschenmasse hier sind nicht zu übersehen. Konnte man nicht übersehen. Also. Das scheint wohl eine Attraktion zu sein. Ich habe mir immer gedacht, was ist das Besonderes, dass die da unbedingt her will. Aber das wollen andere Frauen und Männer auch, wohl offensichtlich. Ja, zumal ich das schon als Kind sehen wollte, als ich es im Geografieunterricht im Schulbuch gesehen habe. Ja, wobei
Schau, dass er nicht original hier steht, sondern angezogen ist. Immer mal wieder wird er angezogen, ja, habe ich nachgelesen. Und das ein ist Grund, eigentlich auch eine Attraktion anscheinend. Ein Grund, wieder mal nach Brüssel zu kommen. Also nach unseren Informationen ist das da das Rathaus und das ist der Königspalast. Nein, nicht der Palast, sondern das ist die Residenz, wo er seiner Amtsgeschäfte nachgeht. So, genau. Ja, genau, was auch immer ein König für Geschäfte hat. Genug. Ja, und er hat auch, da macht er so seine Empfänge und so weiter, seine bürgerliche Empfänge. Also, ja. Genau. Und hier die anderen Gebäude sehen ja alle super aus. Aber was es im Einzelnen ist, wissen wir jetzt auch nicht so ganz genau. Also irgendeine Galerie und so weiter ist das spielt alles. Spielt ja keine Rolle. Es ist schön auf jeden Fall. Ja, sieht super aus. Platz der Börse. Ehemalige Börse. Aber, nein, der Platz heißt immer noch Place de la Börse oder so ähnlich. Ja. Und ist der Börsenplatz, aber die gibt es schon länger nicht mehr. Also da wird schon nicht mehr gehandelt. Biermuseum ist, glaube ich, der Veranstaltungsort. Aber das Gebäude muss wohl sehr architektonisch sehr phänomenal sein. Ja, weil das sind so griechische Säulen. Genau. Aufgepasst. Es gibt hier offensichtlich wohl zwei Kapellen. Das eine ist der Kapelle Notre Dame, da findet gerade eine Messe statt. Und dann gibt es die Kapelle Sacramento, die ist hinter uns. Das ist heute ein Museum und die Schatzkammer. Schatzkammer, ja. Und da ist das Brüsseler Wunder stattgefunden. Mhm. Und zwar eine Hostie, die geschändet wurde. Wie auch immer man Hostien schänden kann, ich weiß es nicht. Ja. Und sie wurde hier geschändet und fing hier an zu bluten und deswegen hat man die Kapelle hier errichtet. Ja, und das Ganze war im 14. Jahrhundert. Genau. Mhm.
das Geld im Beutel klingt, verzeiht der Herrgott jede Sünde. Wir haben nur für 1 Euro gekauft, weil wir auch wenig Sünden haben. Gell, Sie? Auf klar, was machen wir denn für Sünden? Jetzt sind wir hier im königlichen Park, alle Bänke im Schatten, schön gemacht, muss ich sagen. Ja, so wie es sich fürs Königs gehört, oder? Ja, nach der Stadt, also die Stadt ist schon anstrengend, oder? Die vielen Menschen. Ja, ist halt die Stadt, ja klar, die vielen Menschen, ist logisch. Ja. Also der Verkehr, vor allen Dingen halt der Verkehr, das ist schon da tut der Park richtig gut. Ja, das ist richtig schön. Und irgendwo scheint ein Konzert zu sein. Ja, Musik ist im Hintergrund. Hier ist es schön entspannend, aber das wird noch entspannender, denn wenn wir ins Europaparlament gehen, da sind dann die ganzen Beamten und da wird es dann sicherlich ganz ruhig. Heute haben wir wieder alle Vorurteile drauf, gell? Ja, genau. Mehr Sachen nicht. Jetzt sind wir hier vom Schloss. Ja, genau, hier wohnen Königs. Und zwar König Philipp und die Königin Mathilde. Genau, und ganz neu ist hier beschlossen das Wärmeschutzgesetz. Das Energie, ja, oder Wärmeschutz, Heizungsschutz oder irgend sowas. Und wer weiß, vielleicht. Hier wird schon umgesetzt. Ja. Da sind die schnell. Ja, es sieht so aus, wie wenn die Fassade hier renoviert wird. Ja, klar. So ein Gemäuer hat es auch wohl nötig. Ja, und da steht noch lauter Wärmespeicher. Ja, klar, macht doch das Schloss noch attraktiver, oder? Genau, und außen sieht man ja, wie es ausgeschaut hat. Ohne Wärmespeicher. Da haben wir wieder genug Mist gelabert, oder? Genau, und jetzt gehen wir zu denen, die den Mist dann noch machen. Ach ja, wir wollen ja jetzt ins EU-Parlament. Ja. Wollt ihr nicht so und so schon lange mal was sagen? Oh je, da kommt auch wieder nichts Gescheites dabei raus. Also da fahren wir jetzt hin mit unseren Rädern. Genau.
So, hier ist offensichtlich der Eingang, wo alle Politiker begrüßt werden. Auf uns hat niemand gewartet. Nö, aber der rote Teppich liegt. Ich wollte eigentlich mal zu Ursula und ihr was sagen. Ja, ich hätte nämlich ein paar Ideen für das Europäische Parlament, aber ich durfte nicht rein. Nee. Vielleicht müssen wir das nächste Mal mit dem Auto vorfahren. Ja, also der Ausweis haben wir leider nicht. Ich habe gesagt, ich bin der Helle von Ossi und Helle, aber das haben die gerade gewusst, wer ich bin. Ja, also das Europäische Parlament hat schon einiges beschlossen. Das müssen wir wirklich sagen, die einheitliche Maut, die wir in Europa haben. Ja, die einheitlichen Verkehrsregeln, die wir in Europa haben. Ja, dann diese ganzen Aufkleber, ja, die wir jetzt überall in Frankreich haben. Ja. Ja, nicht nur in Frankreich, überall hat man irgendeinen Aufkleber. Aber eins haben sie doch beschlossen. Die Gurkenverkrümmungsordnung, ja, die stammt hierher. Es wäre natürlich schön, wenn sie für die Bürger auch so viele Sachen beschließen würde, die für uns das Leben ein bisschen leichter in Europa machen würde. Denn so muss man, wenn man in irgendein Land reist, immer erst mal studieren, die Vorschriften, die da gelten. Ja. Also zumindest sind die Gurken jetzt maßrecht gekrümmt oder haben sie das auch wieder zurückgenommen? Ja. Das haben sie dann selber gemacht, dass das wohl ein Witz war, ja. Und das haben sie dann zurückgenommen, aber immerhin, das sind die bestbezahltesten Parlamentarier europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Denn die höchsten Diäten, die werden hier in dem Parlament bezahlt. Okay. Ja. Und die Leistung schaut entsprechend aus. Naja, man sieht also nicht wahrscheinlich alles. Wahrscheinlich sind sie nur für die Außenpolitik zuständig. Man sieht nicht alles, was teuer ist, auch noch was. Ja, Helle wieder in seinem Element. Ja, nein, ich sage jetzt nichts mehr. Ja. Es war interessant, das zu sehen, wobei ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Ist natürlich ein Riesenapparat hier, ja. Und mal schauen, wie jetzt dann die Videos, die Aufnahmen rauskommen. Es war auf jeden Fall unser Eindruck von Brüssel, oder? Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt Richtung Wohnmobil zurück. Ja, natürlich gäbe es hier natürlich noch viel mehr zu sehen, ist klar. Die ganzen Museen, alles. Aber wir sind ja keine so Museumsgänger jetzt in dem Sinn. Uns langt das. Also mir war die Stadt heute hektisch genug. Und jetzt haben wir ja nur den spannenden Weg nach Anderlecht zu fahren mit dem Fahrrad. Da zeigen wir euch nur ein paar Bilder. Wohnmobilstellplatz in Anderlecht kann man sehr gut mit dem Fahrrad, aber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Brüsseler Innenstadt fahren. Die Radfahrwege in Brüssel sind insgesamt ziemlich sicher angelegt. Einige Stellen fährt man an der Hauptstraße, zum Teil auch ohne Radspur. Einbahnstraßen dürfen zum größten Teil von Radlern in beiden Richtungen befahren werden. Die Autofahrer waren allesamt sehr vorsichtig und rücksichtsvoll. Thank you.
das war die Innenstadt von Brüssel. Ja, insgesamt sind wir jetzt 16,6 Kilometer durch Brüssel gefahren. War, ging einmal frei, also ein paar kritische Situationen sind dabei, aber alles ist im Prinzip harmlos, wenn man gut aufpasst und ein guter Radfahrer ist, guter Radler ist. Ja, genau, aber man muss schon ganz schön aufpassen. Ja, das muss man immer aufpassen. So, also wir haben eigentlich gedacht, wir fahren heute Abend gleich weiter, aber ich denke, wir werden noch eine Nacht hier stehen bleiben und morgen mit dem Fahrrad zum Atomium fahren. Weil das wollen wir uns natürlich auch noch mal anschauen. Und weil das Radfahren durch Brüssel so viel Spaß macht. Ja, da müssen wir durch. Genau. Also wir machen nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch. Ja, genau. So, jetzt können wir ja schon. Aber jetzt machen wir es mit den Augen zu und schlafen. Na ja, jetzt neu dich ja noch. Später. Ja, genau. Und dann werden wir es wieder aufmachen. Wir bedanken uns recht herzlich für euer Interesse an unserer Reise. Im nächsten Video fahren wir mit den Rädern zum Atomium in Brüssel und wir können jetzt schon sagen, das wird sehr interessant. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!